Berlin S-Bahnhof Heerstraße, Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem zweiten neuen Video am heutigen Abend. Ja, heute machen wir mal was anderes, was Mystisches, was Außergewöhnliches. Heute zeige ich euch eine Freimaurerloge. Freimaurer? Wenn ich weiß, was Freimaurer bedeutet, sollte das Ganze googeln. Freimaurer. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Und hier gibt es eine Mutterloge, die ultra alt ist, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, schon vor dem Ersten Weltkrieg sogar. Die schon ein paar hundert Jahre alt ist, die hier steht. Und das ist eine der größten Logen in Europa. Die Mutterloge. Ich kenne mich nicht damit aus. Ich habe ja nur das nachgesagt, was da drauf steht. Dennoch finde ich diese Freimaurerloge sehr interessant. Wir gehen da mal vorbei heute. Und hier drumherum sind schon so lauter Skulpturen, so komische, mystische Skulpturen. Ich dachte, heute nehme ich euch mal auf eine ganz andere, auf eine ganz besondere Reise. Mal mit, meine Tüte, ich war vorhin bei DM, Alter. Ja, Heerstraße, Nähe Westkreuz und hast du nicht gesehen. Jungfernheide, was ist das hier? Charlottenburg? Ist auch egal. Bevor das Video beginnt, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke auf alle Benachrichtigungen. Die Leute, die immer noch nicht abonniert haben, macht es jetzt! Mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ein bisschen Geld rüberhauen wollt, damit motiviert ihr mich, weiterzumachen. Ja, wir gehen weiter. Und zwar ist die Freimaurerloge eine ganz besondere Loge, wie ich gerade schon genannt habe. Sie ist sehr, sehr besonders. Und wir laufen da jetzt entlang. Und zwar ist sie ganz vorne, auf meiner linken Seite. Ja, die ist mir vor Jahren aufgefallen und die hat so mystische Skulpturen drumherum. Und ja, komische Bezeichnungen. Dann irgendwelche drei Kugeln da drauf. Zu den drei Weltkugeln steht da drauf. Was soll das wohl bedeuten? Haben wir mehrere Welten, Alter? Wissen Sie etwas, was wir nicht wissen? Aber Freimaurer sind keine schlechten Leute, die stehen ja für was Gutes. Ich habe mich da mal reingelesen. Die vermitteln eigentlich gute Werte. Ja, könnte man schon fast Religion sagen dazu. Ich weiß nicht, ob die religiös sind oder ob das eine Religion ist. Ich glaube eher nicht. Es ist sozusagen ein Bund, eine Bruderschaft. Da werden nur Männer angenommen. Ja. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das Video ein One-Take wird und dass wir jetzt dahin gehen. Länderallee, Ecke Heerstraße. Was ist denn hier in der Nähe? Theodor-Holz-Platz ist in der Nähe. U-Bahnhof U2. Ihr seht, überall irgendwelche Zeichen. Auch hier in der Wohnsiedlung, so ein Anker. So ein riesengroßer Anker. Und wir nähern uns der Loge. Ich weiß nicht, ob ich das Territorium betreten darf. Deswegen bleibe ich eher draußen. Aber ich zeige euch die Loge heute. Warum nicht? Darum geht es ja. Auch direkt abgelegen so ein bisschen von der Straße. Ich meine, von der Stadt so ein bisschen. Ja? Und da vorne ist auch schon das Gebäude. Jetzt ist es nicht mehr so laut, muss ich nicht mehr so rumschreien. Naja, Gebäude sehen ja auf jeden Fall etwas klassischer aus. Da hinten ist das Gebäude. Ein riesengroßes Haus. Das nicht, sondern das Ding da. Genau das ist es. Das ist es mit dem orangen Dach. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, und hier sind auch schon welche Kugeln hier. Das Licht brennt dort. Humanitati. Humanitati. Von hier aus kann man sehen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ich weiß nicht, wofür das steht. Humanitati. Humanitär wahrscheinlich. Weißt du, für Menschen. Auf jeden Fall hier nochmal so ein
BMW-Motorrad abgestellt an der Ecke. Und Freimaurermuseum, große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. What the fuck? Weltkugelstiftung. Freimaurermuseum. Und hier die Kugeln, Freunde, im Hintergrund. Heftig. Was hat das alles zu bedeuten? Ich kenne mich nicht aus. Ich frage euch. Das Haus sieht ziemlich gut aus. Friedenallee. Friedensallee. Ich bin hier gerade am öffentlichen Ort. Hier darf ich stehen und hier darf ich auch filmen. Die haben auch überall Kameras. Ich glaube, die haben mich schon längst bemerkt. Da ist das Zeichen. Seht ihr das? An der Seite, da. Und das ist das Gebäude. Das ist die größte Mutterloge. Ich habe mich, wie gesagt, reingelesen. Ich kann euch noch ein paar Skulpturen hier an der Seite zeigen. Und dann kommen wir wieder hierher zurück. Ich habe mich da reingelesen. Diese Loge, die steht hier schon seit einigen hundert Jahren. Sie hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Sie hat, glaube ich, den Ersten Weltkrieg überlebt. Die gibt es seit dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht, sogar vorher sogar. Die Kugeln sind crazy. Zu den drei Weltkugeln. Was soll das bedeuten? Haben wir noch eine innere Welt? Kennt ihr diese Thematik? Ja, nein. Hier, diese Skulpturen hier vorne. Strange. Strange, strange. Und hier ist noch eine davon. Seht ihr das? Heftig. Was hat er überhaupt in der Hand? Zeitreisender, oder was? Was mir aufgefallen hat, ist auch sehr, sehr viele Luxuskarossen, die hier geparkt haben. Die wahrscheinlich zu einem geheimen Treffen oder an sich treffen. Ich glaube nicht, dass das schlechte Leute sind. Glaube ich echt nicht. Ja, also Freimaurer werden meistens immer so schlecht dargestellt. Dabei sind das ganz normale Menschen, Bro. Guck mal hier auch so ein bisschen Versace. So ein bisschen Versace vom Look her. Sieht auch krass aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier zum Gebäude gehört. Aber schon krass hier. Schaut mal bitte, wie das aussieht. Sieht heftig aus. Wir gehen mal wieder dahin, wo wir gerade waren. Das Gebäude hat auch zwei, drei wunderschöne Bäume um sich herum. Im Sommer, wenn es aufgeblüht ist, sieht das hier wirklich sehr, sehr gut aus. Schaut euch das mal an. Auch so voll andere Bäume, so spezielle Bäume hier. Und das ist das Gebäude. Heftig. Ja. Ups. Auf die Kamera hat es geregnet. So, jetzt ist es wieder besser. Sorry, das Ganze ist One Take. Ich habe kurz nur meine Linse sauber gemacht. Ich hoffe, ihr hattet nichts dagegen. So, was mir natürlich wichtig, also was ich natürlich mich frage, was ich mich frage oder was natürlich die ganze Sache spannend macht, so sagen wir es mal so, ist, was geht da vor sich? Was treiben die Jungs und Mädels dort? Also hier sind nur Männer erlaubt. Ja. Die Loge sieht super besonders aus. Super sauber drumherum auch. Ne? Also sieht sehr, sehr gut aus. Das Objekt kostet wahrscheinlich auch safe paar Millionen. So wie das aussieht. Die Kugeln, Alter, Freunde. Was geht mit den Kugeln? Kann mir jemand erklären, was das bedeutet zu den drei Weltkugeln? Kennt sich jemand aus? Habe ich Zuschauer als Freimaurer? Der sollte sich bitte bei mir melden. Was hat das zu bedeuten mit den Kugeln? Humanitati. Friedensallee. Ich glaube, die haben schon längst gecheckt, dass da jemand rumläuft und filmt. Weltkugelstiftung. Was geht hier ab? Freimaurer, Loge. Stellt euch mal vor, Tom Cruise sitzt einfach drin. Und keiner weiß es.
kommt dann so zu einem Meeting. Das Ganze sieht mir auch, also erinnert mich so ein bisschen an Beverly Hills mit den Häusern auch. Sehr, sehr eigen. Ja. Sieht schon sehr, sehr interessant aus. Das Haus ist super, super groß. Super, super groß. Wir gehen mal kurz rüber. Licht brennt nur vorne beim Einlass, glaube ich. Oder die machen gerade eine Zeremonie. Oder sonst was. Ich weiß es nicht. Die größte Mutterloge Europas. Ihr habt die Skulpturen gesehen? Ihr habt die drei Kugeln gesehen? What the fuck? So, was ich meine. Ja, also mir sagt das alles nichts. Ich kenne mich absolut nicht aus. Ja, schau sich das an. So sieht das Gebäude von weiter Ferne nochmal aus. Auf der anderen Straßenseite sozusagen. Hier gegenüber die mäßig, autobahnmäßig. Naja. Mich würde schon interessieren, was da los ist. Mich würde schon interessieren, was da los ist. Es gibt ja sehr viele Verschwörungstheoretiker unter den Menschen, die sagen, ja, dort werden Dinge besprochen, die die Welt sozusagen bestimmen. Dort treffen sich Weltregierungen zusammen. Hier jetzt, in dieser Loge oder was? Freunde, ich glaube, es gibt mehrere Freimaurerlogen. Dafür müssen sie nicht nach Berlin kommen. Kommen wahrscheinlich auch sehr viele. Ja, aber, ja, guck mal, da parkt jetzt einer auch. Da parkt jetzt einer auch und geht da rein. Mal sehen, wie er so drauf ist. Ja. Da kommt ein Bruder von der Bruderschaft. Mal sehen, ob er da reingeht. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt. Jetzt hat er mich gerade gesehen, dass ich filme. Aber ich darf hier sein. Können Sie mir bitte die Bedeutung der drei Weltkugeln erklären? Was bedeutet das denn überhaupt? Das wäre sehr interessant zu hören. Ja. Gut, ich habe keine Scheiße erzählt. Wenn die das Video sehen, dann sehen sie, dass ich ein neutraler Mensch bin. Ja, also, was soll ich sagen? Und so ist das ja auch. Der Typ will nicht aufsteigen. Na ja, gut. Auch ganz viele angesehene Leute oder auch sehr gut gekleidete Menschen gehen da rein. Mit teuren Autos. Ist mir auch aufgefallen. Ja, woran liegt das? Was ist das Geheimnis? Das würde mich halt interessieren. Ja. Könnte ja vielleicht spannend sein. Bestimmt schreibt er jetzt den Kollegen, ey, da ist einer, der filmt hier. Ja. Gut. Wie waren hier? Ich wollte euch das Ganze einfach nur mal zeigen. Dass dies hier die älteste Mutterloge ist. Und ja, da hinten der Bus X34er. Ja, auch eine interessante Sache, die ich auch mal gemacht haben wollte. Und ich kenne es ja so nicht. Mir sagt das Ganze auch nichts. Und ja, Freimaurerloge in Berlin. Der Typ will nicht aufsteigen, wa? Der will einfach nicht aufsteigen. Na, wann steigst du aus? Da sitzt er gerade in seinem Auto und will nicht aufsteigen. Er wartet wahrscheinlich, bis ich gehe. Bis ich weggehe. Ja. Nee, ist interessant. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich lebe morgen noch. Und die killen mich nicht, nur weil ich jetzt dieses Video mache. Ach, alles gut. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ne? Sehr, sehr interessant. Ja, wir schauen mal, ob der Kollege rauskommt. Wir warten jetzt extra nur auf den Kollegen. Auch dieses Gebäude sieht auch schon krass aus. Ne? Dieses Objekt. Ja. Wer da wohl wohnt? Wer wohnt dort, Alter? Ganz normale Nachbarn? Ganz normale Mieter? Was denkt ihr? Auch so ein bisschen Killer-Vibes. Schon ein bisschen gruselig, solche Gebäude. Ja. Ja, geht schon. Das andere ist aber schöner. Das andere Haus.
Ja gut. Wenn ich rauskomme, dann würde ich sagen, gehen wir. Wir gehen jetzt nochmal an der Loge vorbei. Ich gehe jetzt extra langsam. Wir gehen jetzt gleich nochmal an der Loge vorbei. Da ist noch ein junger Mann, ein älterer Herr, der jetzt da vorbeiläuft. Wenn er jetzt da reingeht, Alter, wisst ihr Bescheid. Mal sehen, ob er da reingeht. Ne? Und ja. Also ich finde das sehr interessant. Ah, da kommt jemand raus. Da kommt. Guck mal, der Typ geht da rein, Alter. Der geht da rein. Der ist da reingegangen. Ja. Der ältere Herr ist da reingegangen und da kommt jetzt gerade jemand raus. Ja. Interessant. Interessant, interessant. Und ja. Der Typ im Auto will nicht raus. Und der ist gerade da rausgekommen. Der Kollege gerade. Ja. Und der guckt auch gerade, warum ich filme. Der ist gerade rausgekommen, der Typ da. Nicht, dass er ja seine Gang ruft. Freunde, ich würde sagen, wir hauen ab. Wir hauen ab, Freunde. Das war's. Wir waren hier bei den drei Weltkugeln. Freimaurerloge. So, wir gehen jetzt an den Typen nochmal vorbei mit dem Auto. Ich glaube, der haut auch ab, ne? Ja, war interessant, euch mal zu zeigen, was so läuft. Warum nicht? Ja, ich finde es immer interessant. Wollte ich euch auch nochmal gezeigt haben. Ich fand die Skulpturen und die goldenen Kugeln fand ich auch interessant. Ja, das Wetter ist natürlich wie in London wieder, in Berlin. Und ja. Hi. Super interessant, ne? Auch der Eingang. Ja. Ich finde das super interessant. Ich verstehe zwar gar nichts, ja, wenn man da so Sachen liest, aber ich finde es trotzdem interessant. Bin da sehr offen gegenüber. Zu den drei Weltkugeln. Mhm. Was bedeutet das? Das lässt sich in zwei Sätzen nicht gut sinnvoll kommentieren, aber... wir haben eine Homepage und da kann man sich auch gerne mit dem jeweiligen Verein in Verbindung setzen. Auch gerne. Okay. Und zum Gästeamt das. Ah, okay, ich habe ja gesehen gehabt, dass ihr auch sowas wie Tag der offenen Tür habt. Ne? Genau. Ja. Ja, wollte ich mal den mal auch meinen Zuschauern zeigen. Das ist ja hier einer der ältesten Logen Europas, wird gesagt. Ne? Oder? Ja. Also ich habe da gelesen gehabt, die hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, ja, den Ersten Weltkrieg überlebt. Die ist schon ziemlich alt. Die ist ja nicht seit gestern, ne? Heftig. Seit 1740. 17, das waren mehrere hundert Jahre, nicht nur ein paar. Krass. Hammerhart. Ja, ich danke Ihnen für die Information. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, heftig, Freunde. Ihr habt es gehört. 1700. Noch was. So, der Kollege geht wieder rein. Ihr seht's. Und er hat mir natürlich nicht erklärt, was das bedeutet. War sehr geheimnisvoll. Der wollte nicht darüber reden. Er meinte, das kann man zu den drei Weltkugeln kann man nicht in einem Wort beschreiben, hat er gesagt. Er ist jetzt drin. So, und ich habe euch das Ganze jetzt gezeigt. Das war's dann auch schon. Ist da der Nächste ausgestiegen und geht da auch rein. Oder was? Bleiben wir mal kurz stehen, beobachten den. Geht er jetzt da auch rein? Ziemlich stylisch angezogen, sieht sehr, sehr reich. Also sieht sehr, sehr nobel aus. Sieht aus, als ob er Geld hat in den Taschen. Ja, der eine Typ da mit der grünen Jacke. Mit seinem Schlüsselbund. Mal sehen, ob er tatsächlich auch da reingeht. Mit seinem Mercedes hier. Geht er da rein? Ja, er geht tatsächlich da rein. Er geht tatsächlich da rein. Zack, ist er drin. Heftig, Bruder. Ja, komm, die hauen ab. Wird mir zu heiß gerade, die Sache. Ich glaube, der Typ hat mich gescannt. Der kam extra raus wegen mir, weil die gesehen haben, ich filme. Mystisch, Freunde. Sehr, sehr mystisch.
Sehr, sehr mystisch, meiner Meinung nach. Der meinte, die machen auch Einweihungen, die machen auch so offene Tage, wo man sich da melden kann zur Vorstellung. Guck mal bitte die Skulpturen an. Was ist das, Digga? Guck mal bitte die Gebäude an. Die Gebäude sind sehr mystisch, Alter. Auch nebenan hier, ne? Guck mal bitte diese ganzen Visage-Zeichen. Was sind das hier für Gebäude? Was ist das hier alles? Schaut mal. Schaut mal, Digga, was ist das? Große Fenster. Ist das auch eine Loge? Was sind das für Gebäude, Digga? Ja, heute mal was anderes, habe ich euch gesagt. Heute mal was anderes. Und dann vier Löwen. Vier Löwen, die sozusagen auf das Gebäude hier aufpassen. Schaut mal. 1, 2, 3, 4. Da wird umgebaut gerade. Aber was geschieht zum Beispiel in diesen Gebäuden? Was geht dort ab? Heftiges Haus auch. Sehr, sehr interessant. Ein Foto mal kurz für das Thumbnail. Reicht. Ja, der Typ kam extra wegen mir raus. Die haben mich gescannt. Die haben geguckt, wer ich bin. Der Mann, der zum Auto gegangen ist angeblich. Die haben bestimmt gesagt, ey, da sind überall Kameras. Die haben bestimmt gesagt, komm, geh mal raus, guck dir an, wer das ist, was er macht. Ja. Es gingen voll viele da rein, Alter. Die wirklich sehr, sehr nobel waren. Angezogen waren, gut angezogen waren, nach Geld gerochen haben, die nach Geld ausgesehen haben. Auch ältere Herrschaften, so Richtung 60. Ja, wir verlassen jetzt den Ort. War wieder mal eine Reise wert, so. Heftig, Bruder. Freimaurer. Die Freimaurer. Was sind das für Leute? Ich glaube schon, dass sie positiv sind. Es wird ja viel Scheiß erzählt. Auch über sie. Ja, ich glaube Dinge nur, wenn ich sie selbst gemacht habe oder gesehen habe. Und mit denen Erfahrung habe. Ja. Mit den Dingen in Berührung komme. Da wieder so eine teure Luxuskarosse, die auch dort hält wahrscheinlich. Und der Typ geht da rein. Safe. Seht ihr das? So ein richtig teurer Mercedes AMG gerade, der dahin fährt. Ist heute Treff oder was? Habe ich heute den richtigen Tag erwischt? Was wird da beschlossen oder was wird da gesprochen? Was haben diese Zeichen für eine Bedeutung? Zu den drei Weltkugeln. Freunde, das war's. Meine lieben Freunde der Mystik. Das war's hier mit dem Video, das reicht. Kabel Deutschland, Heerstraße 1820. Sogar Kabel Deutschland ist hier, oder was? Das Gebäude hier? Ja. Wir hören hier auf an der Stelle. Mein Name ist J6. All in the mix. Der Wind macht mich fertig. Aber nur so Luxuskarossen hier an der Ecke. Ja, naja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, war wieder eine Reise wert. Mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Tut mir gefallen. Unterstützt mich, damit ich nicht immer so betteln muss, Digga. Ja, ich habe halt nicht viel, aber ich mach das Beste draus. Alles ist machbar. Jetzt kommt so ein bisschen Freimaurer-Talk. Alles, wo wir heute sind, jeder einzelne von uns, der heute da steckt, wo er steckt, ist selber dafür verantwortlich. Jeder einzelne Mensch ist für sich selber verantwortlich. Das glaube ich auch sogar. Da wird nichts runterkommen und die helfen. Hier auf dieser Welt sind wir Herrscher und Creator. Das verstehen sehr viele nicht. Wenn du negativ bist, kriegst du negative Sachen. Wenn du positiv bist, kriegst du positive Sachen. Alles ist Anziehungskraft. Das dürft ihr nicht vergessen. Danke, bis zum nächsten Mal. Boah, sehr mystisch. Ich hoffe, ich kann heute Abend noch schlafen. Peace, Grüße gehen raus. Aus der Heerstraße.